Was geht ab, meine Ja-Browies? Und heute spielen Felix und ich zusammen Random Friends. Ihr wisst nicht, was das ist? Na, dann schaut einfach das Video. Warten for Players, auf Players, Waiting for Players, Warten auf Spieler, Waiting for Players. Nein, bitte auf zu übersetzen. Auf ist es bei dir auch so? Dies kann eine Weile dauern. Waiting for Players, warte auf Spieler, Waiting for Players, Waiting for Players, warte auf Spieler. Oh, es geht los. Dauern. Endlich. Hey, kann ich ihn mauten? Yeah. Hier drüben. Oh, das ist Airray bei mir. Dieses Spiel ist eine Falle. So, was macht Airray da? Die Kreditkarte meiner Mutter wurde abgelehnt, also haben sie mich ins Gefängnis geworfen. Finde die Schlüssel, um mich zu befreien. Und ich werde dir zeigen, wie du entkommst. Aber sei vorsichtig. Warum setzt er sich jetzt hin? Das ist kein normales Spiel. Okay, danke schön, Airray. Peinlich, wenn er die Kreditkarte seiner Mutter verwenden muss, oder? Ah ja, stimmt, das ist ja wieder wie ein Rainbow. Spielt man Rainbow Friends in der Ego-Perspektive? Nee, ich spiele auch nicht in der Ego-Perspektive, du kannst rausscrollen. Ja, ja, ich weiß, ich war nur gerade verwirrt, weil irgendwie fühlt sich das nicht ganz so an wie Rainbow Friends, aber da ist ein Schlüssel. Übrigens cool zum Ducken. Oh, da ist eine Kartoffel! Oh mein Gott, die ist schnell! Ich geh ab in den Van. Ja, Van ist smart. Wo muss ich die Schlüssel hinbringen? Der erste Typ ist gestorben. Nein! Nein, Roxana ist verschwunden. Ich folge einfach den Pfeil. Nee, die redet, die Kartoffel hat gesagt, hey du! Augenblick. Hey, da gamble die immer. Hier, Array, bitte sehr. Ich sitze einfach auf dem Klo und gamble. Gambling ist gut und wichtig, merkt euch das, Kinder. Am Freitag kommt Pet Simulator 99 raus. Gebt Geld aus. Oh, das Flamingo. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben gar keine Kisten. Wie sollen wir uns verteidigen? Einfach im Vent weglaufen. Keine Ahnung, was weiß ich. Okay, das ist ja viel schwieriger. In Rainbow Friends kann man immer in die Kiste gehen. Ja, aber hier gibt es ja nur eine Kartoffel. Na gut, wenn es nur eine Kartoffel gibt. Ich habe sie zum Glück noch nicht gesehen. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh, dankeschön. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Schlüssel gesehen. Ich habe zwei wieder. Okay, fünf wurden schon abgegeben. Ja, zwei davon waren von mir. Boah, das ist ein ewig langer Vent, wo ich gerade drin bin. Oh ja, hier. Die meisten Schlüssel habe ich bisher auch in Vents gefunden. Der hier ist auch wieder in einem Vent drin gewesen. Okay. Eine Bowlinghalle. Ein Zug kann dein Leben verändern. Das ist so deep. Hey, da hinten ist noch ein Schlüssel. Ich bin der Schlüsselmeister. Ich habe mich jetzt so oft gedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist. Weil beide Richtungen sehen gleich aus. Oh nein, Felix, man kann nur drei Schlüssel auf einmal halten. Jetzt muss ich mir auch noch merken, wo dieser Schlüssel ist oder was. Aber das Gute ist, die Pfeile zeigen immer zu Array. Einfach den Pfeil. Also wirklich, ich weiß nicht wo. Oh, hier geht's weiter. Gut. Der Vent ist ewig lang. Ich bin immer noch da drin. Blup. Ja, dann viel Spaß in diesem Vent. Ich frage mich gerade, wo die Kartoffel ist, weil ich habe sie immer noch nicht gesehen. Glückwunsch zu diesem Haustier. Habe ich ja ein Pet bekommen? Ey, du hast ein Pet bekommen. Dafür, dass du so lange im Vent warst oder was? Glaube? Weiß es nicht. Ich muss es jedenfalls erstmal wieder zurückgeben. Oh Gott, ich höre Geräusche. Ich habe Angst. Komm, den letzten Schlüssel findet ihr doch noch, oder? Ich habe den. Ich komme jetzt. Also. Ziel abge... Hä? Ich habe auch einen. Ich habe da noch einen Schlüssel. Es gibt einfach mehr Schlüssel. Finde ich auch gut. Dann nächsten noch. Was geht ab, Array? Er schüttelt den Kopf. Ach so, gut. Tolle Arbeit, Jungs. Der Text ist jetzt ewig da, oder was? Wir können durch dieses Anzeigenportal entkommen. Es wird uns in den Bann ziehen. Ja, also, wir könnten jetzt einfach den Spielentwicklern ganz viel Geld geben, indem wir durch das Portal entkommen. Spellbound ist ein Spiel in der inneren Abenteuer, bla bla bla. Aber es braucht Versicherungen, um zu funktionieren. Was? Nein. Finde 18 Sicherungen. Finde 18 Versicherungen. Finde 18 Versicherungen. Na gut, dann können wir wohl doch erst Werbung konsumieren, wenn wir die 18 Sicherungen haben. Ich werde niemals aufgeben. Flamingo! Ah! Ich habe ihn gesehen. Oh, Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel. Ich habe ihn gesehen, Felix. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich mache jetzt eine Sicherung rein. Flup. Wo müssen die überhaupt hin? Zurück zum Portal. Ah, okay. Immer den Pfeilen folgen. Okay. Immer den Pfeilen folgen. Array ist so ein Ehrenmann. Guck mal, hier ist ein Kopf. Gut, ich habe drei Sicherungen und du hast gesagt, drei ist maximal? Ja, zumindest war es bei den Schlüsseln maximal. Ja, hier auch. Oh. Stuff only, das ist ein Eier. Ich hab ein Pet. Ein seltenes. Nice, warum kriegst du immer Pets? Also, ich hab diesen Knopf berührt. Ich bin den langen Vent hier entlang gegangen. Ich muss den langen Vent jetzt auch langsamer finden. Du warst davor neben mir, als ich den gemacht. Oh, Kartoffelmann, der ist schnell. Also, ich komme auf jeden Fall jetzt nicht zum langen Vent. Ey, ich hab die Leute, die gamblen, gefunden. 0,05%ige Chance? Das brauche ich. Gib, lass mich auch. Ich muss auch an so einem Automaten gamble. Ah, hier ist eine Sicherung. 0,05%, das sind viel zu easy Chancen. Im Pet Simulator gibt es nicht so leichte Chancen. Gut, ich habe meine drei Sicherungen abgegeben. Weiter geht's. Ja, stimmt, ich sollte meine Sicherungen langsam mal abgeben. Ich habe zwar nur eine, aber... Da ist eine Uhr, da ist eine Uhr. Oh mein Gott. Ich gehe zu den Gamblern, du kannst mir gar nichts. Ich finde die Regelung aber ziemlich gut, dass es mehr Sachen zu finden gibt, als man braucht. Weil dann gibt es nicht das Problem mit irgendwelchen AFK-Spielern. Ah, nein! Okay, oh Gott, hier ist zum Glück ein Vent. Ich hätte hier sterben können. Komm mal zum Dancefloor. Warte, hier ist gerade eine Kartoffel. Ich gehe zu den Gamblern, okay? Okay. Oh Gott, hier ist, es gibt mehrere Kartoffeln. Du kannst mir nicht erzählen, dass das dieselbe ist.
Das ist alles ein und dieselbe Karte. Lass mich in Ruhe, Flamingo. Hier sind noch mehr Gambler. Weil wir sind nur noch 5 Leute? Offenbar. Da muss ich ja wirklich jetzt mal suchen. Warte, hier liegen überall... Ich hab mich verlaufen. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich bin. Ich folge jetzt den Pfeil. Okay, ich habe nochmal 2 Sicherungen gefunden. Wo zeigen die Pfeile hin? Warst du schon in der Bowlingbahn? Ja, war ich schon. Ich glaube, ich habe jetzt den Weg zurück. Hide here, okay. Okay. Okay, ich bringe die Sicherung zurück. Ah, sehr gut. Ah, das ist ein Arcade-Automat. Achso, ich war diese Runde noch nicht bei der Bowlingbahn, wenn du das Leute, meinst. Oh, Leute, merkt euch das. Keep gambling. Keep gambling, Leute. Wusstet ihr, dass 99% aller Gambler kurz vorm großen Gewinn aufhören? Deswegen heißt es auch Pet Simulator 99. Diese Grafik zeigt genau das. Ich werde keine Grafik einblenden. Ah, Flamingo, lass mich. Aber ich stand gerade vor der Grafik. Achso. Ey, da war ein Call von Barack Obama. Ich bin umzingelt, Felix. Okay, er geht weg. Gott sei Dank geht er weg. Von wem bist du umzingelt? Von Flamingo. Also von der Kartoffel. Flamingo ist die Kartoffel? Ja, das ist die Stimme von Flamingo. Achso, ja. Ja, stimmt. Ja, doch. Ja, da, hast du einen Punkt. Okay, ich versuche jetzt einfach hier lang zu gehen und dann ist alles wieder cool. Tschüss. Ich habe übrigens noch 2 Sicherungen. Wie viel hast du? Ich habe auch 2. Hab abgegeben. Jetzt. Okay, dann brauchen wir nur noch 2 weitere. Und um die kümmerst du dich. Puppenspieler war ich schon, ja. Was? Ich will das aber nicht. Oh, da ist ein Gambler. Oh, da sind noch ein paar mehr Gambler. Wir sind hier im Pet Simulator X Hauptquartier. Oh, ich habe eine Sicherung gefunden auf dem Dancefloor. Oh, achso, man kann dieses Gate... Kann man das Gate hier öffnen? Man kann da einen Code eingeben. Es gibt eine verschlossene Tür, wo man den Code eingeben kann. Nice. Aber ich bringe jetzt die Sicherung weg. Flup. Ziel abgeschlossen. Yeah. Billy, du hast mich gerettet. Der Billy. Der Billy. Ich will dir immer noch mein Pet zeigen. Ich schaue es mir bestimmt gleich an. Ich denke, es funktioniert. Oh mein Gott, Array, wir können endlich in dieses Portal. Oh. Irgendwie noch ein... Das könnte funktionieren. Ja, was denn, Eric? Jetzt, da die Überwachungskameras ausgeschaltet sind, wenn das Spiel aufhört, Geld zu verdienen. Es wird außerdem dem Algorithmus genommen. Ich glaube, ich habe alles falsch vorgelesen, weil man hat so wenig Zeit zum Lesen. Ich zeig mir dein Pad. Oh mein Gott, du hast so ein gutes Pad, Felix. Ja. Oh mein Gott. Glaubst du, sie haben da viel Mühe reingesteckt? Ja, hier steckt viel Mühe in diesem Pad. Guck dir das doch mal an. Aber das ist ein Cube-Pad, das darf man nicht machen. Oh, die werden verklagt. Tja, selbst schuld, sage ich immer. Selbst schuld. Ich muss die Spielautomaten zerstören? Was? Das würde ich niemals machen. Nein, die ATMs muss ich zerstören, sehe ich gerade. Damit die Leute nicht mehr gambeln können. Ah, ja, okay. Oh, oh. Ich hatte gerade kurz Angst vor meinem eigenen Pad. Ich hatte gerade richtig große Angst, weil hier ist praktisch sowas wie Orange gewesen. Und ich war einfach auf dem Pfad von Orange. Oh, da ist jemand. Ich sehe ihn zwar nicht, aber da ist jemand. Oh Gott. Ich habe kurz vergessen, dass man hier sterben kann. Ich will nicht sterben. Mir läuft irgendjemand hinterher. Ja, wahrscheinlich Orange. Ehrlich? Nein, lass mich in Ruhe. Hallo? Flamingo schreit einfach nur, ey. ATM versteckt? Bin ich hier sicher? Da ist noch ein ATM. Überall, wo die Leute gambeln. Hat hier irgendjemand einen ATM versteckt? Oh, es gibt ein Aquarium. Oh Gott, Digga, hier sind überall diese Linien. Ich habe ein Aquarium gefunden. Nein, ich war schon so oft im Aquarium. Oder ist aber ich komme hier nicht mehr weg. Egal, wo ich hingehe, da sind Flamingos. Vor mir steht gerade Orange. Okay, ich gehe jetzt hier. Aber er macht nichts. Ich habe ein ATM. Warum steht hier halt hier? Oh Gott, Billy ist verschwunden. Nein, wir haben Billy verloren, Felix. Boss. Ich bin gestorben. Was ist passiert? Wie? Orange hat mich getötet. Oh nein. Warst du auf seiner Linie oder warst du in der Nähe? Oder? Ich bin die ganze Zeit vor ihm gestanden, weil der einfach nichts gemacht hat. Auf einmal macht er die Linie und läuft instant in mich rein. Ja, bei mir ist er auch stehen geblieben und ich glaube, das hat mich gerettet, dass er stehen geblieben ist. No, ich bin wieder da. Ich bin jetzt übrigens auch in einem endlosen, also wirklich endlosen Vent. Ah ja, das ist der. Ja. Der dauert wirklich lange. Und hast du bei dir da auch diese Musik gehört? Nee. Okay, bei mir läuft gerade so, keine Ahnung, Build-Up-Musik. Was zur Hölle ist? Du wirst gejagt? Ich? Nein, ich. Achso, gut. Hä? Aber vielleicht ist es nicht vorbei, wenn du stirbst. Ich habe halt gegambelt. Nee. Ich habe mich rebuilt. Warum hast du das getan? Ich weiß es nicht. Krieg ich ein Pad? Please, Pad? Please, Pad? Hallo, Kartoffel. Felix, ich bin jetzt hier am Ende des Ganges. Hallo. Was muss ich machen? Wieder zurückgehen. Achso. Wir sind übrigens nur noch zu dritt. Nice. Aber du lebst wieder? Halbwegs. Oh, Billy ist halbwegs tot. Nevermind. Wir sind zu zweit. Ja, Billy ist die ganze Zeit schon tot. Also, der ist kurz vor dir gestorben. Nein, nicht der Billy. Gut, dann sind wir zu zweit. Hast du noch irgendwo einen ATM gesehen? Nein. Weil ich bin in dem Vent. Oh mein Gott. Oh, aber es wird sich lohnen, dann kriege ich auch das Vent-Pad, für das Spiel gelöscht wird von Pet Simulator. So, wenn ich hier jetzt rauskomme, bin ich bestimmt auch tot. Oh, zumindest höre ich schon wieder Geräusch. Oh, hier ist ein Vent, hier ist ein Vent. Ein ATM, meine ich. Okay, noch ein ATM. Ich kann mich hier jetzt nicht irgendwie rausbewegen, weil ich sonst sterbe, glaube ich. Ah, hier ist Orange. Direkt neben mir. Ich werde immer noch gejagt. Was ist hier los? Oh, da ist die Uhr. Okay. Bin ich hier oben sicher? Kann ich hier lang gehen? Sterbe ich denn? Hallo? Da ist ein Ed hier. Und da ist Flamingo direkt neben dem. Ah! 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 Warum?
Orange ist einfach auf mir gespawnt, oder was war das? Wiederbeleben. Alles meins. Gib. Oh mein Gott. Gib. Warum ist es passiert? Beim letzten Vent. Wo ist der Vent? Wo ist der ATM? In irgendeiner Spielehalle war das. Array, warum hast du mich nicht gewarnt? Aber schön, das ist mein erstes Video mit Array, so nenne ich das. Alter, hier, ich muss kurz warten, bis Flamingo weg ist. Das ist praktisch ganz in der Nähe vom Spawn. Oder vom... Flamingo ist bei mir. Bei mir auch. Das ist ein Burger oder eine Uhr oder was ist das? Ah nee, das ist ein Spin-Wheel. Nein, das ist ein anderer Raum. Mist, das ist doch nicht der gleiche. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach hier. So. Hier muss es doch auch noch ein ATM geben, irgendwo. Ich suche gerade den letzten. Oh... Hier sieht alles so gleich aus. Ich habe die Map überhaupt nicht im Kopf. Ich auch nicht. Ich bin ja im Market. Es ist halt wie in einem echten Casino. Ich habe kein Gefühl für Zeit und Raum. Wo ist der letzte? Ich werde gejagt. Da ist einer. Ich habe einen. Ich werde so hart gejagt. Alles gut. Ich werde nicht mehr gejagt. Ich werde wieder gejagt. Hier ist niemand. Nee, ich hab's. Du hast es? Ja. Ja, endlich! Oh, easy. Oh, mein Gott. Und Orange ist auch noch hier. Wir sind komm, die einzigen beiden, die noch leben. Digga, Orange hat mich so gekillt. Großartige Arbeit. Das Spiel ist jetzt Shadowband. Ja, Mann. Jetzt wird es dem CEO egal sein, wenn das Spiel. Lass uns diese Schalter betätigen und... Danke, Array. Danke, dass du die Sätze nie zu Ende sprichst. 18! Schließe das Spiel ab. 18 Schalter betätigen. Ja, das müssen wir jetzt zu zweit machen. Ich habe den ersten gefunden, der ist auf dem Klo. Ja, ich habe auch einen. Da gammelt jemand auf dem Klo? Ja, da gammelt... Darauf habe ich die letzten Male nicht geachtet. Die gammeln überall auf dem Klo. Ja, das sind reine Gambler hier. So, da hinten habe ich doch auch... Wie soll ich 18 Schalter finden? Ja, wir haben noch schon 4. 6. Aber trotzdem... Oh, hallo Gambler, 7. Sehr gut, mach so weiter. Nee, jetzt ist vorbei, jetzt finde ich keinen mehr. Oh, ich taste gerade die Map Stück für Stück ab. Ich lerne jetzt die Map in der letzten Runde. Hey, das war mein... Albert Einstein. Hey, berechtigt ist gleich Free-to-Play. Berechtigt ist gleich Free-to-Play, Albert Einstein. War ich den Schalter nicht da gerade betätigt davor? Es kann sein, du gehst zu ihm und ich gehe woanders hin. Ah, nee, ich habe den daneben betätigt. Wow, okay. Es waren 2 Schalter nebeneinander? Ja. Sehr gut. Wie sollen wir nur 18 Schalter finden? Oh, Orange kommt. Okay, ich bleibe weg. Ich bin weg. Ich habe so große Angst, es ist nicht zu fassen. Ja, ja, das ist viel schlimmer als Rainbow Friends. Okay, wir haben 11. Gott, was sind das hier alles für Räume? Oh, da ist ah, hier war ich schon. Okay, das sind das für Räume. Okay. Oh nein, ich höre Steps. Oh, Orange kommt wieder. Und da ist ein anderer Typ. Ich habe keinen Bock auf Orange, ich gehe durch den Van. Da hinten ist auch Orange oder was? Okay. Die sind hier überall. Ich habe Angst. Aber wir haben schon 14, das ist gut. Ah, oh, hier warst du schon, okay. Ich gehe woanders lang. Ah, lol, sind wirklich 2 Schalter nebeneinander. Da ist wieder Orange. Oh, da wurdest du wohl gerade gesehen. Ich bin irgendwo, wo ich nicht weiß, 8, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. 1, 3, 3, 7 ist es. Oh, war falsch. Hier schalte. Ah! Flamingo, lass mich mal kurz in Ruhe. Warte, wo muss ich hin? Wo ist denn Vent? Ich, ist das schlimm. Aber nur Orange ist eigentlich schlimm. Nee, mich machen die anderen fertig. Viel mehr. Okay. Was? Was? Ich habe gerade einen Schalter umgelegt und jetzt ist das passiert. Hallo? Hilfe! Waiting for players, okay? Dann warten 100% wir halt. 100% win? Ja, klar, nehme ich. Come in here and ruin my game. Ja? No! This is my world! I'm not going to let any of you take that from me! Okay, David. Wie die Kamera ausgerichtet ist, weil hier viel mehr Spieler stehen müssten. Der sieht aus wie dieser eine Ralf aus Wiz macht, ah. Also eigentlich sieht er aus wie der CEO von Roblox. Müssen wir jetzt kämpfen? Okay, war ja klar. Haben wir Waffen? Nein. Was müssen wir machen? Ich bin hinterher. Viel was Spaß soll ich mit dem CEO. Nein, warte, er geht auf mich zu. Lass mich in Ruhe. David, Bazooki, wir waren Freunde. Ah! Hä, was sollen wir tun? Hä? Wir können nichts machen. Check's nicht. Ich glaube, das Spiel ist pay to win. Wir hätten uns eine Waffe kaufen müssen, oder? Aua! Was soll ich tun? Hä? Was soll ich tun? You know, ah! The house always wins. Ja, das wissen wir. Oh, was? Oh mein Gott! Was soll ich tun? Berühre mich, da steht berühre mich. Oh ja, ich berühre. Oh, wow. Auf. Ja, ein? So machen wir ihm Damage. Let's go. Okay. Ich checke. Ah, aber der wird uns vorher killen, weil wir uns so oft treffen lassen haben. Aua, ich bin fast tot. Er hat mich in die Ecke Lass mich nicht treffen. Du musst einfach aufhören, dich treffen zu lassen. Okay, ich versuch's. Aber er läuft einfach zu einem, er ist schneller. Okay, David. Nimm mich. Ja, aber man kann nichts dagegen tun. Gott. Nimm mich doch nicht. Ja. Ich bleib mal näher um ihn dran. Okay, danke. Wie weit?
Wenn er springt, muss man auch springen. Aber jetzt wiederbeleben. 200 kostet mich der Spaß. Ich kaufe. Mega. Ich kaufe. Oh mein Gott. Ich kaufe. Das Spiel hat mir beigebracht, ich muss kaufen. Nein, ich habe jetzt gekauft. Nein, Felix, du hättest eine Sekunde länger überleben müssen. Es ging nicht. Das war unmöglich. Alle wurden. Wollen wir es nochmal versuchen oder reicht's? Ich würde sagen, David Bazooki ist einfach zu stark für uns. David Bazooki ist zu stark für uns. Ralf aus Wissen macht's ist zu stark für uns. Also Leute, ich würde sagen, dann war's das mit diesem Video. Wir konnten David Bazooki leider nicht schlagen. Ihr könnt's gerne auch versuchen. Das Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst auch gerne ein Abo bei Felix da, er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich nicht A-Ray vergessen, unser Special Guest für heute. Und klickt natürlich auf das Video, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!